Die zweite Frauen-Bundesliga auf Sport Total wird präsentiert von Kick. So, und damit darf ich euch auch recht herzlich begrüßen hier zur zweiten Frauen-Bundesliga. Borussia Mönchengladbach heute zu Gast beim SC Sand. Schöner Kombinationsfußball über die rechte Seite. Und dann der Pass in die Mitte. Da ist allerdings niemand, um diesen Ball in Empfang zu nehmen. Mehrere Jahre in der ersten Bundesliga gespielt. So, Stoß von hinten. Schiedsrichterin sagt aber weiterlaufen lassen. Und dann ist der Ball im Tor. 1:0 aus Sicht der Gäste. Nach einer vogelwilden Aktion Hereingabe. Und dann ist der Ball da plötzlich im Tor. Vielleicht ja jetzt die Möglichkeit über Sand und über die linke Seite. Emma Catherine Loving, ich habe es vorhin schon erwähnt, die erfolgreichste Torschützin. Yvonne Britzke und Imke Kessels. So, Gladbach wieder auf dem Weg nach vorne und dann mit dem 2:0. Ein schöner Pass in die Mitte. Und da ist die Defensive aber mal komplett überrascht gewesen von, dass da plötzlich eine Gegenspielerin auftaucht. So, wieder Gladbach auf dem Weg nach vorne, wieder Gladbach. Und dann ist es Stella Busse, die zupackt, stark. So, schöne Balleroberung jetzt von Sand. Und dann der Ball in die Spitze und da ist er drinnen. Der Anschluss zum 1:2. So, mal gucken, ob dieses Mal, nein. Luisa Palm mit den Fäusten dran und dann wird's doch noch mal gefährlich. Nach dem Pass in die Mitte. So, der Ball kommt wieder hoch. Palmen mit Problemen. Und dann ist es das 2:2 in der 65. Spielminute nach einer Ecke. Ich habe es vorhin gesagt, Standardsituationen sind immer gefährlich. Standardsituationen können jedes Spiel drehen. Und genauso ist es hier jetzt auch das 2:2. So, bringt den Ball hoch in den Strafraum, der kommt gefährlich. Allerdings dann eben auch wieder keine wirklich zwingende Möglichkeit. So, der Ball kommt hoch und dann ist es die Chance. Jenny Gaugigel jetzt mit dabei. So, wieder hoher Ball in den Strafraum, Kopfball. Aber sie bekommen eben dann im letzten Drittel die PS nicht auf den Rasen. Stark geklärt hier defensiv von den Borussinnen. Auch wieder alles sauber beigespielt. Und wirklich wieder so eine Klärung in allerletzter Sekunde. Und jetzt ist es Luisa Palmen, die den Ball sicher hat. Und dann die zumindest auf dem Papier beste Chance bisher durch einen Standard. Und genauso ist es auch. Julia Matuszewski mit dem dritten Tor in dieser Partie für sich selbst und für den SC Sand stellt hier auf 3:2 nach einer starken zweiten Halbzeit durch die Frauen des SC. So, nächste Möglichkeit. Wieder ist es Julia Matuszewski. Dieses Mal allerdings Luisa Palmen im Tor ohne Probleme dran. Hat da nicht so ganz so viel Kraft hinter den Ball bekommen, wie sie vielleicht wollte. Jetzt Verteidigungsfehler und nächste Möglichkeit. Wieder Palmen dran.
So, der Ball ist freigegeben, landet aber in der Mauer. Und das war's. Die Schiedsrichterin pfeift pünktlich ab. Hier oben geht's zum neuen Video. Hier unten geht's zur Highlight-Playlist. Und abonnieren nicht vergessen.